So, und damit herzlich willkommen zu einer mal wieder einer relativ spontanen Folge von der Commentary Show, die vierte Folge mittlerweile. Ich frage es jedes Mal, weil ich immer wieder aus dem Konzept komme, wie viele Folgen ich jetzt schon hatte, aber es müsste die vierte sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Eigentlich auch jetzt mal wieder so ein bisschen relativ spontan hier einfach mal wieder so ein bisschen reden. Habe ich jetzt mal wieder gerade so Lust drauf, jetzt auch so frisch aus dem Urlaub. Ich habe mich ja noch gar nicht so wirklich jetzt gemeldet hier, so nachdem ich wieder so frisch aus dem Urlaub wieder zurück bin, dass ich ja jetzt auch wieder da bin, wieder zurück. Und dass es jetzt auch übrigens wieder ganz normal weiter mit den Videos geht, das habt ihr wahrscheinlich aber jetzt auch schon gemerkt, nachdem schon wieder ganze zwei Videos wieder neu gekommen sind. Also der Rhythmus geht wieder, oder der kommt langsam wieder in die normale Phase zurück und es kommt jetzt halt wieder ganz normal hin und wieder, wie ihr es gewohnt seid und wie ich es gewohnt bin und wie wir es wohl auch immer gewohnt sein werden. Warum mache ich eigentlich jetzt dieses Video? Ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt übrigens, was mir jetzt überhaupt mal gerade wieder so einfällt, wo ich jetzt auch im Urlaub war, es ist ja immer noch so kühl. Ich warte immer noch auf die Wärme, ich hoffe immer noch auf den Frühling, aber bis jetzt lässt er sich wirklich ganz schön Zeit, aber es ist momentan wirklich sonnig. Wir haben sonnige Tage erwischt momentan. Ich hoffe, dass es langsam mal bei dem bleibt. Man, ich weiß gar nicht, worauf soll man sich einstellen. Auf kaltes Wetter, auf warmes Wetter, auf Winter, auf Frühling. Ich weiß es nicht. Es ist so ein Mischmasch. Ich kann so langsam den Winter nicht mehr so wirklich ab. Es wird Zeit wirklich, dass es wärmer wird, dass man draußen auch die Temperaturen wirklich nutzen kann, dass man die Tage auch wirklich nutzen kann. Denn ich finde, wenn das so kalt ist, aber jetzt auch im Urlaub bemerkt, ich war ja an der Nordsee, hatte ich ja glaube ich schon im letzten Commentary-Video irgendwie angesprochen gehabt, und wirklich die Durchschnittstemperatur lag nicht wirklich viel höher als 2 bis 5 Grad. Vielleicht sogar in der Nacht war es sogar Minustemperaturen, wenn ich jetzt mal so das mal kurz mit einwerfen darf. Und wenn man dann wirklich so viel draußen ist, das ist ja dann extrem, so im Urlaub ist man dann wirklich viel mehr unterwegs als so tagtäglich, wenn man mit der Schule beschäftigt ist, wenn man anderweitig mit verschiedenen Freizeitaktivitäten beschäftigt ist, dann merkt man doch wirklich, wie einem die Kälte oder wie die Kälte einen doch wirklich zu schaffen machen kann, wenn es wirklich täglich relativ kalt ist. Und man kann ja wirklich, es ist ja wirklich so, ich habe es ja jetzt auch selber so ein wenig erfahren, wenn es wirklich so kalt ist, man kann sich nicht stundenlang oder man kann nicht durchgehend sich draußen aufhalten. Das ist gar nicht wirklich möglich. Das ist irgendwie, dann hin und wieder natürlich wieder zurück ins Warme natürlich und dann wieder raus. Und wenn man dann so überlegt und sich wirklich danach sehnt, wäre es wirklich mal angenehm, wenn es wirklich wieder wärmer wird. Der Winter war jetzt lang genug. Es ist ja sowieso immer nur so ein halber Kram. Der Winter kann sich auch nicht immer entscheiden, dann ist der Schnee gerade weg. Denn am nächsten Tag ist wieder ganz viel Neuschnee und. So langsam, hab ich das jetzt auch mittlerweile über. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, aber ich sehne mich dann schon langsam jetzt eher wieder nach der Wärme, dass man wirklich auch wieder draußen richtig was unternehmen kann und dass es bei so einem käsigen Wetter, wie wir es momentan haben, so relativ schwer möglich. Das erstmal jetzt hier so zwischendurch als kleines Thema mit eingeworfen, wenn ich einfach mal so drauf los quatsche. Und dann wollte ich eigentlich eben noch, dass es jetzt hier, nachdem das alles jetzt so ein wenig passiert ist, ein neues kleines Let's Test aufnehmen. Da macht mir Fraps dann mal wieder einen Strich durch die Rechnung. Natürlich, warum auch nicht? Dieses Programm ist ja auch so, darauf kann man sich ja auch so gut verlassen. Ich wollte mich eigentlich jetzt mal, wo ich das Ganze mal so ein bisschen, oder wenn Fraps hier und da mal wieder rumspinnt, mich mal mit Dextory anfreunden. Allein schon, ich habe gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich hatte mal gehört irgendwie, dass es soll das Ganze einfacher machen, sprich, das nimmt mit mehr FPS auf als Fraps, weil Fraps killt ja immer relativ viele FPS, wenn man auf den Aufnahmeknopf drückt. Gerade bei Minecraft fällt mir das jetzt gerade ein. Wäre es eigentlich eine hilfreiche Idee, weil das ist ja wirklich schon ziemlich mit den FPS dann doch immer im Keller. Na gut, jetzt habe ich auch noch den Shader mit aktiv drin. Aber den wollte ich eigentlich drin lassen. Ich finde das eigentlich mit Shader wirklich klasse. Das macht das Ganze so ein bisschen ein wenig schöner. Und wenn ihr irgendwie Erfahrung mal mit Dextory oder wie das sich so nennt,
Aber dann schreibt es mal in die Kommentare, weil ich habe mich das mit dem, oder ich wollte mich schon mal mit dem Programm anfreunden, aber das ist dann doch immer so einfacher gesagt als getan, denn die Optionen da drin sind dann doch schon ziemlich vielseitig. Was ganz anderes als bei Fraps, auch ganz anders aufgebaut als bei Fraps. Und damit wollte ich mich eigentlich mal in der nächsten Zeit anfreunden, damit diese Probleme, sagen wir jetzt mal, oder bei einigen Spielen, das ist nicht bei jedem Spiel, aber bei Minecraft zum Beispiel, würde ich das gerne lieber dann mit Dextory aufnehmen, weil ich mir damit Fraps und Minecraft, ob das auf die Ewigkeit noch so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weiß ich nämlich nicht. Deswegen würde mich das mal interessieren, ob ihr euch mit diesen Aufnahmeprogrammen so wenig auskennt oder gerade mit dem Dextory oder wie sich das nennt. Würde mich mal interessieren, ob ihr mir da vielleicht einen kleinen Rat oder so mal da lassen könnt oder ob ihr euch mit dem Programm besser auskennt. Denn bei mir, ich hab's schon mal versucht, aber da muss ich mir nochmal mehr Zeit für nehmen, denn ansonsten, sieht's irgendwann ziemlich eng damit aus. Aber ansonsten würde ich auch gerne mal mit dem Programm aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Deswegen werde ich das wohl auch irgendwie in der nächsten Zeit nochmal ausprobieren. Das sind immer so all einfache Sachen, die mir hier mal so eben nebenbei einfallen, wenn ich immer so durchquatsche. Ich gucke gerade nochmal durch. Ja. Und dann ansonsten würde ich es damit einfach mal machen. Denn ich denke, das ist irgendwie vielleicht einfacher. Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann ist es gut. Wenn nicht, dann werden wir dann mal sehen müssen. Und was mich ja momentan, oder was ich momentan ganz interessant würde, ich mache ja nebenbei noch diese Minecraft Adventure Map. Damit geht es natürlich jetzt auch wieder weiter. Habt ihr ja gesehen, die neue Folge von heute schon? Heute, gestern? Muss ich mal gucken, wie hier was kommt. Auf jeden Fall kommt da noch eine weitere und es geht auch ganz interessant weiter. Auch wenn ihr da mal irgendwie Ideen habt für weitere Adventure Maps, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben, die ich vielleicht mal spielen soll. Vielleicht auch von euch eine selbst erbaute. Könnt ihr mir auch gerne hinterlassen. Gar kein Problem. Es muss keine Adventure Map aus dem Internet sein. Es kann auch eine von euch gebaute sein, falls ihr das oder falls ihr damit gut unterwegs seid. Ich weiß es ja nicht. Und ja, das war es eigentlich schon relativ kurz, was ich dort mal so loswerden wollte, worauf ich gerade mal wieder so gekommen bin. Wenn ich dann mal wieder so einfach mal so drauf losreden möchte, ich Lust habe, was zu erzählen. Und jetzt ist Ostern auch schon wieder vorbei. Ach, diese Feiertage, es geht immer irgendwie schnell. Man freut sich erst richtig drauf. Und im Nu sind die Tage schon wieder vorbei und denkt sich, das kann doch irgendwie nicht angehen. Da stimmt doch irgendetwas mit der Zeit nicht. Aber es ist wirklich so, die Zeit ist schon wieder um, Ostern ist schon wieder vorbei, der April hat begonnen. Und jetzt würde es auch wirklich ganz gut dazu passen, wenn es jetzt wirklich wärmer wird. Denn die Frühlingsgefühle sind da, nur man kann sie noch nicht so wirklich verwirklichen, noch nicht so wirklich einsetzen, weil es wirklich noch immer relativ kalt bleibt. Es wird immer relativ früh kalt und es bleibt ewig lange kalt. Und nun wird es langsam Zeit, dass die Kälte nachlässt. Und dass wir den Sommer begrüßen dürfen, das würde mich doch auch mal wieder freuen. Ach ja. Ansonsten würde ich mal so sagen, ist diese kleine Commentary-Folge von der Show mal wieder vorbei. Ich habe da jetzt eigentlich alles oder bin alles losgeworden, was ich jetzt wieder loswerden wollte. Ach ja, ich wurde wieder gefragt letztens, ob ihr mir noch weitere Gameplays und so schicken könnt. Natürlich, ihr könnt mir weiterhin Gameplays schicken, diese Aktion läuft immer weiter. Das beende ich nicht oder so. Das war jetzt eigentlich keine einmalige Sache, sondern das könnt ihr weiterhin. Ihr könnt weiterhin schicken. Entweder hier per. Ihr schickt es mir entweder per Videoantwort oder hier bei Twitter, bei Google Plus und bei Facebook. Ich weiß nicht, ob das schon jeder mal mitbekommen hat, dass ich ja auch eine offizielle Facebook-Seite habe. Der Link dazu ist auch nochmal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mir auch dort euer Gameplay hinterlassen, dass ich mir das da von dort dann ziehen kann und dann verwenden kann. Meinetwegen könnt ihr euch oder könnt ihr auch gerne euren YouTube-Kanal mit als Link dazu herbei oder mit hineinfügen. Dann kommt das alles in die Videobeschreibung von mir hier, wenn ich das jeweilige Video dann verwende. Habe ich überhaupt kein Problem mit, könnt ihr mir weiterhin alles noch schicken. So, ich glaube, das war es jetzt alles so hier, so 10 Minuten schon wieder hier am Reden.
Ich glaube, ich bin einfach alles mal so wieder losgeworden, was mir hier gerade so auf dem Herzen lag, worauf ich mal gerade Lust hatte, drüber zu reden. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auch schon bald wieder. Bis dahin, tschüss.